So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Prison Architect, letzte Folge wart ihr sicherlich mit dabei, sonst hättet ihr wahrscheinlich nicht eingeschalten. Super, super spannend, die ganze Geschichte. Was mir aber aufgefallen ist, während wir in dem kleinen Filmchen waren, rund um die Geiselnahme, sind echt ein paar Cops über den Jordan gegangen. Richtig bitter, muss man sagen. Versuchen wir mal, das Ganze hier wieder einzunehmen. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, wo kommt man denn hier rein? Wo ist denn der Eingang hier zu der Kantine? Ach, da gibt's keinen Eingang. Ah, zum Glück, ansonsten hätten wir wahrscheinlich recht zügig hier die Bauarbeiter reingelassen. Okay, wir müssen mehr Einheiten holen. Hier haben wir die... Moment, wir haben ja jetzt alle Möglichkeiten. Wo haben wir denn die Notdienste? Okay, Fire Engine. Wir brauchen zweimal Feuerwehr. Zweimal Feuerwehr müssen wir rufen. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Riot Police, würde ich sagen. Und das Krankenhaus muss gebaut werden. Ah, das ist soweit fertig. Zugang benötigt, alles klar. Moment, Räume. Wir wollen ja das Krankenhaus mal fix bauen. Und eine Leichenhalle soll dazu, habe ich gehört. Das machen wir da idealerweise so. Ne, erstmal müssen hier die Bauarbeiter das Ding noch weiter bauen. So, dann ganz wichtig, wir müssen die Feuerwehr, die muss anfangen hier zu löschen. Und wir schicken die krasse Polizei mit dazu. Die bewaffnete. So, die Jungs, hier müssen wir den ganzen Block erstmal einnehmen. Da wäre es ganz hilfreich, wenn wir vielleicht hier noch ein bisschen die Verletzten fit machen. Hammerhart. Okay, da sind die Duschen. Haben wir das unter Kontrolle hier? Ja, sieht gut aus. Also die Einheit können wir auflösen, da können wir eine neue rufen, würde ich sagen. Die ist ja schon halb tot. So. Notdienste, wir brauchen eine neue Real Police. Und noch eine Kranken. Haben wir alle Einheiten unter Kontrolle. So, jetzt gucken wir mal, ob sie hier das Feuer löschen. Ja, sind unterwegs. Und die Wachen schicken wir da irgendwie rein. Na dann, wenn sie... Noch nicht. Nee, noch nicht. Ups. Erstmal nur löschen. Scheint noch zu brennen, oder? Ein bisschen, ja. So, haben wir die... Kranken sind da. Man kommt echt teilweise durcheinander. So, die kommen da runter. Wo ist denn die Police? Da haben wir Police. Ach, da sind sie. Alles klar. So, rein geht's, Jungs. Auf. Mach mal den Laden hier klar. Los. Warum gehen die da nicht rein? Die Pharma-Jungs, die sollen hier rein. Sollen mithelfen. Schon wieder einer tot. Ich mach mal den Einsatzbericht klar. Und schick mal hier noch überall Polizei rein. Ich hoffe, wir lösen jetzt nicht die Geiselnahme aus Versehen auf. Oh Gott, deswegen sind die alle tot. Nächste rufen. Oh oh. Die sind hier ein bisschen besser bestückt. Vielleicht hole ich mal die Bewaffneten noch hier runter. Hammerhart. Personal. Jetzt haben wir ein paar hier jetzt. Wie schnell die draufgehen, die Cops. Ah, jetzt haben wir ein paar hier. Alles klar. So, können wir die jetzt alle mal hier reinschicken? Machen wir hier sauber jetzt. Gut, gut. Das müssen wir überlegen. Kurze Pause. Ich will mal gucken, ob wir das Krankenhaus mittlerweile aufbauen können. Jo, perfekt. Versuchen wir das Krankenhaus mal schnell zu bauen. Inklusive Leichenhalle natürlich, aber... Da brauche ich ja nicht so viel Platz, oder? Für die Leichenhalle. Da brauche ich eine kleine Tür. Normale Tür, zack. Und jetzt Räume. Krankenstation. So habe ich es angelegt, ne? So. Und so, glaube ich. Oder? Ne, ein bisschen zu groß. Und dann baue ich... In dem Bereich muss die Leichenhalle...
Uiuiui. Wo haben wir es denn? Leichenhalle hier. So, was brauchen wir denn? Innenbereich, Krankenbett. Erstmal brauchen wir sowieso hier Strom. Sonst geht ja sowieso nichts. Stromkabel erstmal anlegen. So. Was war jetzt mit dem Raum hier unten eigentlich? Warum haben wir den noch nicht? Wache zur Bedienung des Monitors benötigt. Zu 25% beschädigt. Was ist, wenn ich jetzt hier mal einen reinstelle, der hier aufräumt? Oder wir müssen wahrscheinlich erst alle einsperren, ne? Wir müssen erst hier weitermachen. Okay, weiter geht's. Komm schon. Komm schon, Jungs. Komm schon, Jungs. Nehmt mal den ganzen Laden hier ein. Sieht gut aus, ne? Auf geht's, komm schon, komm schon. Das sieht sehr gut aus. So. Dann kann das ganze Ding mal hier auf Vordermann gebracht werden. So, dann hätte ich ganz gern noch im Einsatzbericht hier einen, da einen. In dem Raum hätte ich ganz gern einen, hier hätte ich ganz gern einen. Sowieso hier. Ich will überall Cops hinstellen. Wir haben ja genügend. Ich kann ja noch ein paar zurechtschrauben. So, jetzt sollen sie erstmal alle hier einstellen. Was ist denn hier das Problem? Keinen Kantinenzugang. Häftlinge der Zelle können nirgendwo essen. Aha, okay. So, die ganzen Cops darüber nochmal. Da ist auch noch ein bisschen Action. Aber ich habe jetzt Angst wegen dem Raum. Nicht, dass der uns jetzt, dass wir da aus Versehen reinlaufen. Aber das scheint zu funktionieren. So. Alles klar, alle da rein. Ah, haben wir eingenommen. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt alle. Dann können wir jetzt den letzten Bereich. Sieht so aus, als hätten wir alles unter Kontrolle. So, ich schicke jetzt mal alle da hoch. Für den letzten Raum. Und dann in die Küche einreihen, in den Hof einreihen. Dann haben wir fast alles jetzt unter Kontrolle, ne? Hier noch ein. Krankenstation sowieso. Okay. So, da wird das Strom gerade gelegt. Dann brauchen wir hier Krankenbett. Ah, Krankenbett. Serviertisch. Leichenbarre wahrscheinlich hier. Dreh die mal um. 1, 2, 3. Okay, das läuft. Und jetzt noch Krankenbett. Da können wir echt ein paar gebrauchen. 1. Sieht jetzt zwar nicht so toll aus hier. Aber daran können wir ja noch arbeiten. Beziehungsweise es ist ja auch nur erstmal dafür gedacht, dass wir hier provisorisch über die Bühne kommen. So, weiße Fliesen alle voll hier. Okay. Dann sind wir da alle beschäftigt. Alles klar. Feuerwehr, da rein. Und die Jungs checken hier die Lage aus. Was ist da los? Sind die immer noch verrückt oder was? Kriegen wir die hier nicht eingesperrt? Hier liegen auch noch viel zu viele Waffen rum und alles. Ah ja, es scheint so, als wären alle eingesperrt. Wir bräuchten noch ein paar Zellen, so wie es aussieht, ne? Na, hier haben wir ja noch welche. Aber hier sind ja auch ein Haufen Leute tot. Alter Falter. Moment. Da ist auch schon wieder einer tot. Kommen die hier voran oder was treiben die hier? Die sind so lahmarschig hier, ne, an der Ecke. Schick die mal raus hier, die Idioten. Die stören doch bloß den Job. So, was fehlt hier? Warum kriegen wir das nicht fertig? Warum kann man das nicht fertig bauen? Ah ja. Versorgung scheint irgendwie nicht zu laufen, ne? Aber wir haben alles angelegt. Sie müssen bloß die Materialien herschaffen. Ich mache jetzt einfach nochmal provisorisch hier so eins, so. Vielleicht geht es dann besser. In Ordnung, da wird schon ein bisschen was gemacht. Okay, das sieht gut aus. Jungs, da rein. Ach du Scheiße, das Ding ist ja komplett zerstört. Ich glaube, hier kriegen wir gar nichts mehr raus. In dem Laden. Wir werden schon die Sachen eingesammelt. Okay, keine Aufständischen mehr.
Feuer unter Kontrolle bringen. Wo brennt's denn noch? Es scheint für mich so, als ob hier alles eigentlich jetzt gelöscht ist. So. Scheint so. So ganz genau weiß ich es auch nicht. Wir brauchen Cops. Wir brauchen eine Patrouille hier. Die wird wahrscheinlich sich dann anpassen, ne? Am Laufweg hier. Da wird sie dann außen rumlaufen. Nehme ich mal an. Okay. Wir müssen das alles jetzt hier erstmal. Wir brauchen noch mehr Personal. Das ist viel zu wenig. Natürlich kann man sich jetzt mit einem eigenen Gefängnis nicht so viel leisten, aber wir sind ja im Tutorial, beziehungsweise im. Wie sagt man so schön? Wie wär's, wenn wir mal ein paar Köche einstellen? Koch. Okay, das hilft. So. Erobern Sie den Hochsicherheitstrakt zurück. Süden. Boah, schon wieder auch. Hier schon wieder Halligalli. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Dass hier schon wieder Action ist. Ich würde da ganz gerne mal die ganzen Leute hier erstmal versorgen. Hier sind echt noch ein Haufen Tote. Überall zwei Einheiten demnächst. Wie viel haben wir denn noch? 50 Wachen haben wir jetzt. Und Arbeiter brauchen wir noch ein paar mehr. Aber die kommen auch nicht zurecht, ne? Die haben immer noch keinen Strom. In dem Laden. Da jetzt. Jetzt bewegen sie was. Jetzt beschleunige ich das Ganze mal ein bisschen hier. Baut mal jetzt den Shit da fertig, Leute. Was ist los? Okay, Feuer ist unter Kontrolle. Dann können wir die ja losschicken, ne? Das ist in Ordnung. So, die Köche sind schon fleißig am Basteln. Oh, da kommt ein Anruf. Ei, kurz auf langsam. Weitere Bereitschaftspolizei ist eingetroffen. Sehr gut. Und Benedikt ist... Oh, der Idiot, der lebt ja auch noch. Ich will jetzt meinen Wagen. Wallace, kommt mit. Wenn uns jemand folgt, könnt ihr seine Gliedmaßen von der Straße kratzen. Okay, das reicht. Wir müssen diese Sache beenden. Wir wollten das Ganze... Das Team ist in Stellung. Keiner von uns kommt hier jemals raus. Sie wollen nicht... Dich? Wovon sprichst du? Ich habe es wegen des Geldes getan, aber er hat es für den politischen Vorteil getan. Je höher das Strafmaß, desto mehr Stimmen hat er bekommen. Von wem zur Hölle redest du? Vom Bürgermeister Heller. Das war sein Plan. Ich habe nur das Getriebe geölt. Aha. Ach, da geht's jetzt rein. Diese Datei war der Beweis, der seine Karriere zerstören konnte. Du verarschst mich. Jetzt gehen die alle drauf. Yo. Yo, yo, jetzt machen sie alles klar. Was zur Hölle? Sie kommen, macht euch bereit. Na und? Ich hab euch verdammt nochmal gewarnt. Der nächste ist tot. Boah. Yo. Ich konnte es nicht ändern. Ich hab nur versucht, den scheiß Laden wieder unter Kontrolle zu kriegen. Ist mir nicht so gut gelungen. Geiselnahme war ein Desaster. Absolut. Heiligsblechle.